weiter mit einer Frau, die sich bereits, wenn man jetzt hier, also wir sind ja heute in der Herrenrunde, wenn man jetzt den Sexismuspreis der Sendung gewinnen wollte, der aber erst später vergeben wird, also sozusagen der Brüderle der Stunde, dann könnte man sagen, diese Frau hat sich vor allen Dingen erstmal durch sämtliche Folkbetten nach oben geschlafen. Klingt ein bisschen so, wenn man jetzt einfach mal nur die Klatschseiten liest. Die Rede ist von Laura Marling aus England. Und wenn jetzt Ninja hier wäre, was sie leider nicht ist, könnte sie uns vermutlich sagen, mit wem diese Frau schon zusammen war. Es klingt tatsächlich ein bisschen so nach dem Motto, naja, mal gucken, wer jetzt gerade angesagt ist. Zuerst sag mal ein paar Namen. Ja, jetzt sage ich mal ein paar Namen. Bitte. Zuerst Charlie Fink. Der muss einem so noch nichts sagen, ist aber der Sänger und Songautor eben von Noah and the Whale, die so als Folk-Band mal vor ein paar Jahren ein bisschen sehr angesagt waren, haben sich mittlerweile vom Folk-Stil ein bisschen entfernt, gerade auch ein neues Album veröffentlicht. 2008, glaube ich, hat sie sich von dem dann getrennt. Wer war der Nächste, mit dem sie zusammen war? Ja, der Sänger von Mumford & Sons. Da könnte man schon denken, komisch, die waren ungefähr in der Zeit dann sehr angesagt und 2010 war das dann auch vorbei. Ich will ihr da aber überhaupt nichts unterstellen, es ist vielleicht einfach nur Zufall, wenn man in dieser Szene nun mal aktiv ist und sich austauscht mit anderen Musikern, kann der Austausch auch schon mal ein bisschen weitergehen. Laura Marling hat an derselben Zeit aber schon eine junge Frau, ganz erstaunlich, 4 Soloalben veröffentlicht und eins wurde quasi beachteter als das andere, insbesondere von der englischen Presse. Sie hat, glaube ich, schon mehrere Preise da gewonnen, wenn ich mich nicht irre, auch den relativ renommierten Mercury Award. Und das neue Album, das 4., zeigt, dass sie auf jeden Fall eins nicht ist, gewillt, irgendwie sich der Masse irgendwie besonders bei der Masse populär zu machen, sondern das Album ist ein Folk-Album in ziemlicher Strenge, würde ich sagen. Und wir hören mal rein, hier ist sie mit Master Hunter, Laura Marling. Wie gerade hier schon gesagt wurde, eine selbstbestimmte junge Frau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sie war zweimal nominiert für 2 Alben jeweils für den Mercury-Preis. Den hat sie nicht gewonnen, hat aber Brit Awards schon als Best New Artist und so weiter mehrere Auszeichnungen erhalten. Das ist jetzt schon das 4. Album und wenn man darüber liest, ist ein Vergleich der erste, der kommt meistens, und das ist Joni Mitchell. Und da würde ich sagen, der ich jetzt nicht so der große Experte bin, was Joni Mitchell angeht, aber von dem, was ich kenne, habe ich so gedacht, ja, das kommt hin. Das hat eine ähnliche, ich würde sagen, auch bei Joni Mitchell, zumindest die Musik, die ich von ihr kenne, würde ich auch eine gewisse, bei aller Fluffigkeit, die dem Folk gerne mal innewohnt, da würde ich da auch eine gewisse Strenge drin erkennen. Und das hat dieses Album auch. Ich finde, also, wobei ich das auch sehr, gleichzeitig sehr loben muss, also die Kargheit, die hier auf diesem Album zum Teil vorherrscht, was so die Instrumentierung angeht, die ist schon sehr gekonnt. Also da hätte ein schlechterer Produzent, denn sie arbeitet ja mit jemandem zusammen, ein schlechterer Produzent hätte da auch gesagt, ach komm hier, hauen wir ordentlich Drums und Streicher und richtig schön Orchester drauf und dann hätte sich das Album vielleicht ganz anders angehört. Es fängt bereits an mit 4 Stücken, die so zusammen quasi eine Suite ergeben, kann man sagen. Also 4 Titel, die eigentlich ein Lied sind und aber auf ganz interessante Weise verwoben sind und auch klingen wie ein Stück. So ein bisschen trotzdem merkt man da unterschiedliche Teile. Und also auch die Single ist ja schon eher so, es hat was Schroffes, ne? Also es ist keine Musik, die sagt, hör mich, ich will ein Hit sein, oder? Nö, finde ich auch nicht. Also ich finde es auch sehr sympathisch, dieses rohe, ich würde es eher roh nennen als schroff. Also es ist so in der ganzen Produktion ja auch wirklich nicht nur, dass das sehr minimal instrumentiert ist, sondern dass auch noch die Instrumente dann von ihrer Art und Weise, wie sie angelegt sind, sehr trocken, also sehr, sehr trockene Drum-Sounds und so weiter. Da sind keine großen Hallflächen mit eingebaut und sonst irgendwas. Und dadurch kommt auch ihre, finde ich, sehr ausdrucksstarke Stimme ziemlich gut zur Geltung. Und ich mag es. Und sie hat auch ein echt teilweise wirklich schöne Songwritings damit drauf. Ich habe das Album leider nicht ganz zu Ende hören können, weil ich es halt auch erst spät gekriegt habe. Und weil ich auch sagen muss, es ist sehr lang. Also man hätte das auch ein bisschen reduzieren können. Immerhin 16 aber Titel, ja. Mir gefällt es ganz gut. Auch wenn ich jetzt auch nicht der große Folk-Experte bin, aber ich finde das ein sehr gutes Album und das kann man sich durchaus mal anhören.
Ich glaube, das Besondere ist, dass so, es ist einerseits sehr an klassischen alten Folk, wie gesagt, Joni Mitchell, ein bisschen auch der Einfluss von Bob Dylan wohl dabei, den ich jetzt auch nicht so gut kenne, Gott sei Dank. Das ist so ein bisschen drin. Aber gleichzeitig, ich glaube, das ist das Besondere an ihrer Musik, jedenfalls liest man das auch öfter, dass natürlich trotzdem, wenn man heute Musik macht, zwangsläufig auch andere Einflüsse reinkommen. Also hier wird jetzt nicht strikt und streng irgendwie ganz klar Retro betrieben nach dem Motto, ich versuche jetzt genau das nochmal zu machen, sondern da sind Einflüsse mit drin aus anderen Bereichen, die dann das Ganze eben doch anders klingen lassen. Oder was würdest du sagen, Pierre? Ja, ich bin großer Joni Mitchell-Fan. Ich habe nicht alle, aber fast alle Platten. Und das Erste, was ich mir eingefallen ist, als ich diese CD eingeschoben habe, auf einer morgendlichen Autofahrt im Morgengrauen, was für den Eindruck dieser CD sehr gut war, weil es sehr passend war, war, das ist ja wie Joni Mitchell. Und das ist ein Vergleich, der ist eigentlich schon, normalerweise ist es immer eigentlich eher was Negatives, verglichen zu werden, in dem Fall nicht, weil es gibt nicht so viele, die man mit Joni Mitchell vergleichen kann. Mhm. Und andererseits ist es auch wieder meilenweit entfernt von Joni Mitchell, weil Joni Mitchell auch immer einen großen Jazzanteil im Folk hatte und auch in den Arrangements immer etwas sehr, sehr, ja, weit gefächert ist. Mhm. Die hat ja viel mit Jazzmusikern gearbeitet, mit Charles Mingus, mit Pat Metheny, mit Jacob Pastorius und so weiter. Und sie hatte immer was sehr Heimeliges. Also es war eigentlich immer auf einer sehr reduzierten Basis. Und das Stück, das wir jetzt gesehen haben, da haut sie auch ordentlich in die Gitarre rein. Das hat was Schroffes, was sehr Raues. Mhm. Und das ist so eine andere Komponente, die nie, was nie auf einer Joni Mitchell-Platte auftreten würde. Insofern... Mhm. Ist doch schon was ganz Eigenes. Ich habe den Namen zwar schon mal gehört, aber war noch gar nicht mit der Musik vertraut. Also mich hat die Musik sehr, 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 sehr fasziniert. Und das hat eine ganz eigene Kraft, auch durch die, gerade die sparsame, wie sie das dann interpretiert auf der Gitarre und mit ihrer Stimme, so rau zu spielen, ist schon sehr eigen und hört man nicht sehr häufig, finde ich. Und es ist auch, gehört viel Mut dazu, so eine Platte überhaupt zu machen. Mhm. Ne? Weil, also normalerweise hätte man da noch ein Streichorchester hinzu und akustische Gitarre und bla, und damit das so schön nach Art Garfunkel vielleicht klingt oder wie auch immer. Ne? Insofern, ich glaube, die lässt sich da nicht reinreden von irgendwelchen Produzenten, weil wir hätten die irgendwie was zu sagen gehabt, da hätte die Platte anders gekommen. Naja, oder sie ist, vielleicht, ich würde vielleicht sagen, sie weiß, was sie will, das glaube ich auch, sie ist da, sie hat da sehr ihren eigenen Kopf und sie versteht es, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, also mit den Leuten, die ihre Vision eben teilen. Du meinst, sie ist jetzt mit dem Produzenten? Nein, nicht, um Gottes Willen, ich will Ihnen wirklich nicht unterstellen, dass das immer auf die gleiche Weise, auch wenn sie hier gesungen hat, sie sei Master Hunter. Der Produzent ist auch nicht ganz unbekannt, glaube ich, der ist, wenn ich mich nicht irre, der Sohn des legendären Stones-Produzenten. George Martin? Stones. Ach, Stones, Beatles. Stones, das waren Stones. Die Beatles, das weiß ich sogar. Wer hat denn jetzt der Sohn Stones heißt jedenfalls Ethan Jones oder Jones. Und der Stones-Produzent hieß dann, da ich auch die auch Stones, Jones? Da ich mich bei den Stones ähnlich gut auskenne wie bei Bob Dylan, Gott sei Dank, weiß ich das leider nicht, aber gelesen habe ich das, dass es der legendäre Stones-Produzent gewesen ist. Ja, mit dieser Erkenntnis. Aber der Sohn, dann, jetzt die der, Sohn der Sohn davon. Der Sohn, weiß ja im Prinzip so viel aussagt als... Ja, der ist aber nicht, vielleicht als Produzent auch schon bekannt. Ist ja peinlich, ne? Beatles und Stones jetzt hier zu verwechseln. Das ist schon wirklich peinlich. Ich würde auch sagen, das ist wirklich... Kann man das rausschneiden jetzt? Ja, bestimmt. gut, wir haben eben vergessen, die Punkte zu vergeben. Jetzt wollen wir sie gleich schon mal hierfür vergeben. Das andere holen wir dann gleich auch nach. Das ist also das Album nochmal. Laura Marling, wie gesagt, der Name der Künstlerin. Und das Album heißt Once I Was an Eagle, also Adler ist sie auch schon mal gewesen. Laura Marling, die Punkte. Tiger. 4. 3,5. Ich würde mich den 3,5 Punkten in diesem Fall auch genau anschließen, weil ich auch gemerkt habe, ein bisschen anstrengend finde ich es manchmal, es ist nicht hundertprozentig meine Musik, aber Joni Mitchell mochte ich eigentlich auch ganz gerne, was ich von ihr kenne. Ich habe es vom Autofahren gehört, ich fand es nicht anstrengend. Ja, vielleicht ist das die richtige Stimmung dafür dann tatsächlich. Ja. Das könnte sogar sein. Und ich glaube, das finde ich aber auch sehr positiv, eine Künstlerin, der man zuhören möchte. Also wo man auch vielleicht noch mehr zuhören möchte, als es mir beim Nebenbeihören möglich war. Ich glaube, live lohnt sich das bestimmt auch. Live bestimmt eine Empfehlung, Laura Marling. Aber wo soll sie auftreten in Hannover? Ja. Da gibt es ja nichts mehr jetzt. Naja, gut. Stimmt. Elend. Wir kommen zu einer Band,
Die waren schon mal in Hannover, ob sie nochmal wiederkommen, man weiß es jetzt nicht, aber die waren schon mal da und zwar tatsächlich auf einem normalen Clubkonzert. Ja, was gibt's auch noch oder hat es noch gegeben? Die Rede ist von Austra. Die haben jetzt ihr zweites Album gemacht und wenn man die Genese dieses Albums, wenn man das so ein bisschen gelesen hat, dann könnte es ein bisschen so gelaufen sein, wie beim ersten Mal hatten sie halt ein paar Synthesizer und mit denen haben sie halt zwangsläufig dann gearbeitet und jetzt haben plötzlich mal alle so ein bisschen sich einbringen dürfen und plötzlich klingt das Album so, wie alle gedacht haben und vorher klang es nicht so. Das Ergebnis ist entsprechend tatsächlich auch ein bisschen weniger stringent als das Album davor. Ob es gut ist, werden wir gleich schauen. Das Album heißt Olympia und wir hören daraus die erste Single und die ist schön breit und heißt Home. Eine Band aus Kanada mit einer Sängerin, die, ich glaube, sie ist ausgebildete Opernsängerin oder hat zumindest mal... Hm? Ja, bestimmt. Ja, also das hört man. Ja, bestimmt. Das klingt so genervt. Bestimmt. Also ich glaube, da irgendwas in der Richtung ist da, also weil sie singt ja auch durchaus ein bisschen... Speziell, genau, das war auch auf dem ersten Album schon ganz spannend. Beim ersten Album hatte es halt noch mehr diesen New Wave-Charakter, weil die Sounds etwas kühler waren, ein bisschen Gothic klang da auch an. Es waren halt wirklich sehr klassische, viele würden sagen 80er-Jahre typische Synthi-Sounds auf dem ersten Album. Hatte, finde ich, dadurch eine besondere Spannung, gerade dieser spezielle Gesang zusammen damit. Der letzte, der irgendwas in diese Richtung gemacht hat, würde ich jetzt fast behaupten, war Klaus Nomi und das ist eine Weile her. Und das war ein Mann, gut, der hat Koloratursopran gesungen. Auf dem neuen Album, jetzt ist es so, dass mein erster Höreindruck war, das finde ich jetzt erstmal langweiliger. Und das ist vielleicht ein Zeichen einfach dafür, was heute vielleicht nochmal ein Thema werden könnte, wie wichtig oder wie entscheidend für einen selber, für den subjektiven Höreindruck ist im Zweifelsfall dann einfach mal sowas wie der Sound, die Produktion, die Arrangements, spielt ja schon eine Rolle, denn bei einem nochmaligen Hören ist mir dann aufgefallen, dass ich die Stücke zum Teil immer noch gut finde, immer noch interessant finde zum Teil, also auch ähnlich wie beim ersten Album. Dass es mir aber schwerer fällt, sie gleich so toll zu finden, wie ich das erste Album tatsächlich toll gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, wie war denn euer Höreindruck? Fangen wir mal Tiger an, für den es ja vermutlich das erste Mal war, dass er mit dieser Band konfrontiert wurde. Richtig. Ich hätte mir manchmal gewünscht, das Album als Instrumental Remix zu hören. Da hätte ich, glaube ich, viel mehr Freude dran gehabt, weil was dort an der Musik so passiert, ist richtig sehr spannend. Auch die Songs sind sehr interessant. Aber die Stimme kann ich persönlich nicht ertragen. Also das kann man wirklich tatsächlich so knapp sagen. Christoph, wie war es bei dir? Also ich sehe es ähnlich, aber würde noch nicht mal das mit der Musik sonst so positiv bewerten. Also ich finde... Das war immer schon schlecht. Nein, ja, also ich finde wirklich das Album im Ganzen wirklich irgendwie... Ich finde, da ist keine Aussagekraft drin. Also vieles ist... Also es gibt immer wieder ganz nette Anlagen in Stücken, wo man denkt so, oh, das könnte jetzt ja cool werden. Und dann plätschert das aber doch wieder nur so vor sich hin. Oder dann hat man wieder Stücke, so wie in dem gerade gehörten, wo man dann ein relativ langes Stück hat, was eigentlich auch relativ undramatisch vom Verlauf ist und man hat einfach nur mal so ein paar kleine nette Sachen, wo man sagt, ah, das ist jetzt ganz nett, also so wie mit der eingebauten Querflöte und den Bläsern, die da nochmal mit reinkommen. Das sind so kleine Sachen, wo man sagt, das macht es jetzt für mich nicht total schlecht und langweilig, aber es reicht nicht aus, um es für mich wirklich interessant zu machen. Und die Stimme, da muss ich mich Tiger anschließen, finde ich wirklich total anstrengend. Und ich weiß nicht, warum sie so singt. Also ja, weil sie ausgebildete Opernsängerin ist. Ja, es klingt halt so ein bisschen sirenenmäßig. Einmal Koloratur, und dann, immer Koloratur. Ja, aber es ist ja auch so, dass sie das ja auch noch, diesen sirenenmäßigen Sound ja sogar scheinbar noch verstärken. Also es klingt teilweise wie dann dass die Stimme dann irgendwie nochmal gedoppelt wurde, dass dieses Sirenige noch extremer wird und ich finde das einfach nur anstrengend. Bei mir übrigens tatsächlich die Auflösung, wie das Album nun tatsächlich aussieht, ohne Überraschung, es sieht wirklich genauso aus, nur die Schrift wurde halt ausgetauscht. Hier kann man es erkennen, Olympia, so heißt das Album tatsächlich und ja, die Band Austra. Gleiches Bild, also wie eben, nur etwas anders, das ist das Cover. Kommt nicht so super an, merke ich schon. Bei mir war es halt auch so, dass ich gedacht habe, ja, wenn das jetzt also der Sound ist, der wirklich dabei rauskommt, wenn sie sich alle zusammensetzen und überlegen, was wir machen, dann würde ich auch sagen, dann hat mir persönlich zumindest der
der strengere, elektronischere Sound des ersten Albums etwas besser gefallen. Das ist vielleicht das mit den vielen Köchen. Könnte auch sein, wobei sie da selber gesagt haben, naja, manchmal ist es so, also man hat da einfach nur so ein paar Sachen und dann arbeitet man einfach mit denen und dann klingen die Sachen entsprechend. Und jetzt haben sie sich mal so ein bisschen geöffnet. Ja, ob es dann richtig war, wird die Zeit zeigen. Vielleicht klingen sie auf dem nächsten Album auch schon wieder ganz anders, man weiß es nicht. Geben wir schnell Punkte und bitte erinnert mich diesmal, wenn ich es wieder vergesse, dass wir Vampire Weekend noch nachreichen müssen, dann sagt es mir bitte gleich, tretet mich auch mehr auf den Fuß, wenn ich es nicht sagen sollte. Aber erstmal für Austra Olympia. Matthias, wenn es mal ein bisschen mehr bitte zu Christoph übergehen, dann Mikro ist aus. So. Mein Mikro ist aus. Dein Mikro ist aus, man hört dich wohl nicht mehr. Mein Mikro ist aus. Ich gebe mal meins rüber so. Okay. Ja, hallo. Hallo, Christoph, hörst du mich jetzt? Ich höre dich, ja, hör dich nach wie vor. Gut, hier werden Beziehungen gestiftet. Hallo. Das ist also das Album von Olympia und da wollen wir jetzt nochmal horchen, wie die Punkte aussehen. Tiger. Soll ich vielleicht jetzt eine Doppelbenotung für Vampire Weekend? Nee, du sagst mit? Bitte erst. Wirklich, sag bitte erstmal. Bist du nur erstmal eins? Eins, okay. Eins. Auf der Punkteskala bis 5 Punkte, wobei Punkt 5 die höchste ist. Tiger 1. Das ist 1, ja. Ich schließe mich an. Ach, du gibst auch eine 1. Du müsstest eigentlich 0,5 geben. Ja. Also, klang ja schlechter. Ja, ja. Das, vielleicht bin ich. Soll ich dir 1,5 geben? Du kannst auch 1,5 geben. Gut, 1,5. Ja, okay. Alles klar. Okay, habt ihr euch geeinigt, ja? Wir haben uns geeinigt. Ja, ja, ich gebe trotzdem 3 Punkte. Also 3 Punkte, weil ich das letzte Album noch gut fand und sie noch nicht ganz aufgeben will, wahrscheinlich.